Guten Tag, liebe Freunde der Galerie von Hirschheid. Ich begrüße Sie zum Rundgang durch unsere aktuelle Ausstellung im Juni 2020. Der Titel ist Catching the Light, das Licht einfangen, und ist der Künstlerin Elfi Mikesch gewidmet mit Beiträgen von der Künstlerin Lilli Grote. Als wir vor rund 4 Monaten die Ausstellung planten, war natürlich die Idee, ein Konzept zu entwerfen, das sich um den runden Geburtstag der Künstlerin, sie ist im Mai 80 Jahre geworden, hätte gruppieren sollen. Doch dann kam Corona, wir mussten die Ausstellung erst absagen und schließlich verschieben, und dann war das alte Konzept plötzlich obsolet geworden. Aber wie oft im Leben ist ein solcher Anstoß von außen nicht nur ein Schaden, sondern er kann auch die Chance sein für etwas ganz Neues und Besonderes. Und das ist unsere Ausstellung auf jeden Fall geworden. Ein runder Geburtstag, wie ihn der 80-Jährige darstellt, ist geradezu ein zwingendes Ereignis, um Rückschau zu halten auf das eigene Leben und auf das vielfältige Werk einer Künstlerin, wie es Elfi Mikesch ist. Die Idee wurde daher geboren, eine Übersicht über ihr Lebenswerk bisher zu machen, in Form eines Buches mit dem Titel Vis-à-vis 80, das auf rund 300 Seiten vor allen Dingen fotografische Dokumente enthält und auch einige Texte. Natürlich ist der Weg von der Geburtsstadt Judenburg in der Steiermark über die erste Fotografenlehre bis hin zum ersten Buch Ende der 60er Jahre und dann zahlreichen Filmen als Kamerafrau, Autorin und Regisseurin in den folgenden Jahrzehnten ein sehr langer. Hier finden sich dokumentiert nicht nur Bilder aus allen Lebensabschnitten, sondern auch viele Fotos von Gefährten und Bekannten und Begleitern eines so langen Lebens. Unsere Ausstellung nimmt einige Bilder aus diesem Buch auf und zeigt sie als das, was sie sind, durchaus separate und eigenständige Werke. Zu den vielen Gefährten in einem langen Leben gehört natürlich auch Monika Treut. Monika Treut ist eine Filmregisseurin und Filmautorin, die zusammen mit Elfi Mikesch eine eigene Filmproduktion hat, Hyena Films. Ihr wichtigster gemeinsamer Film ist der Dokumentarfilm Gendernauts von 1999. Er spielt in San Francisco und handelt von Künstlern, die sich nicht in das normale binäre Schema von Mann und Frau hineinpressen lassen wollen, sondern die den Raum, also den Space dazwischen erkunden wollen, ganz persönlich, aber auch mit ihrer Kunst. Genau dieses Thema nimmt dieses Foto auf. Denn Monika Treut ist hier zweimal abgebildet, einmal als Frau und einmal als Drag King. Ein künstlerischer Dialog über große Entfernungen ist nicht nur interessant in Zeiten von Corona, wo uns oft gar nichts anderes übrig bleibt. Lilli Grote in Berlin und Kay Martin in New York haben bereits vor 9 Jahren die Idee gehabt, zu einem solchen transatlantischen Projekt. Einmal in der Woche schicken sich die beiden jeweils ein Foto zu, das sie
für charakteristisch in dieser Ihrer Woche ansehen. Auf diese Weise ist über die Jahre ein interessantes fotografisches Alltagstagebuch entstanden, von dem hier ein paar Bilder zu sehen sind. Auf dem unteren Bild sieht man zum Beispiel Elfi Mikesch zu Corona-Zeiten voll vermummt oder auf dem Bild hier oben Kay Martin völlig eingeschmiert mit Farbe, die eine ihrer sehr interessanten Bodypaintings in New York macht. Für den englischen Regisseur Alfred Hitchcock waren kühle Blondinen ein lebenslanges Thema. Sie waren sein Gefäß für seine Träume und seine Fantasien. Das Thema der Verwandlung nimmt er in seinem Film Vertigo auf. Um Verwandlung geht es auch in diesem Bild. Mithilfe einer blonden Perücke, eines lasziven Lippenstifts und eines üppig dekoltierten Kleides zusammen mit dem richtigen Licht verwandelt Elfi Mikesch die Künstlerin Lena Braun in einen blonden Vamp. Viele Bilder von Elfi Mikesch sind am Rande von Dreharbeiten entstanden und sind eine Art künstlerischer Beifang. Nachdem wir seit rund 20 Jahren digital fotografieren und uns über die einfache Anwendbarkeit und die vielen neuen künstlerischen Möglichkeiten freuen, gehört natürlich Elfi Mikesch noch zu der Generation, die ganz klassisch analog fotografiert hat, mit Film. Diese beiden Bilder hinter mir sind ein schönes Beispiel dafür, dass auch mit der analogen Technik großartige Ergebnisse zu erzielen sind. Wir sehen hier auf der linken Seite Magdalena Montezuma und auf der rechten Seite Lamilly. Die Schriftstellerin Susan Sontag hat sinngemäß gesagt, die Fotografie ist eine Kunst der Vergangenheit. Denn wenn die Kamera den Augenblick mit dem Drücken des Auslösers festhält, ist dieser natürlich schon Vergangenheit. Das ist aber sicher nur ein Aspekt der Fotografie. Ebenfalls wichtig, gerade für so einfühlsame Porträts wie dieses von Mahide Lein, ist der Dialog des Fotografen mit dem Gegenüber, dem Vis-à-vis. Das ist auch der Titel des Buches von Elfi Mikesch. Wie gut sie den Dialog durch die Linse führt, sehen Sie hier. Das besondere Licht des Südens hat schon viele Künstler fasziniert und zu großartigen Arbeiten inspiriert. So auch Elfi Mikesch, die sich hier von einer ganz anderen Seite zeigt, nämlich als Landschaftsfotografin. Wo könnte es einfacher sein, als das Licht einzufangen, als auf der Mittelmeerinsel Gozo, wo es ganz gewiss zu Hause ist. Bedarf es überhaupt der Farbe? Diese Frage drängt sich mir auf,
wenn ich dieses sehr stark stilisierte Bild betrachte, das Elfie Mikisch hier aufgenommen hat, als Teil des Filmes Verführung, die grausame Frau. Nicht immer bedarf es eines komplexen Bühnenaufbaus oder komplizierter Technik. Ein ausdrucksstarkes Modell, die eigene Wohnung und ein paar klug arrangierte Requisiten machen den Alltag zur Bühne. Wie auf diesem Bild Charisma. Was könnte interessanter sein, als in ein Gesicht zu blicken, in dem das Leben und die Lebenserfahrung seine Spuren hinterlassen hat? Thema die Göttliche ist nicht nur auf der Bühne zu Hause, sondern auch ein Urgestein der Berliner Schwulenbewegung. Sie spielt mit Geschlechteridentitäten und inszeniert sich hier als ältere, arrivierte Dame, aber im T-Shirt und wie immer mit einem Augenzwinkern. Dass sie nicht nur auf der Bühne zu Hause ist, sondern auch künstlerisch einiges drauf hat, zeigt sich hier mit einigen kleineren plastischen Arbeiten. Wir sind am Ende unseres Rundgangs durch die aktuelle Ausstellung Catching the Light von Elfie Mikisch angekommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen Lust dazu machen, sich die Bilder selbst anzuschauen bei uns. Wenn Sie vorbeikommen möchten, dann denken Sie aber bitte daran, bringen Sie Ihre Maske mit. In Zeiten von Corona ist so eine Vorsichtsmaßnahme leider nicht zu umgehen. Für alle, die daheim geblieben sind, gibt es dieses Mal aber auch einiges auf die Augen. Da wäre zunächst einmal diese DVD mit dem Film Mondo Lux. Der Film Mondo Lux von Elfie Mikisch ist ein sehr einfühlsames filmisches Porträt ihres Freundes und Kollegen Werner Schröter. Wer lieber etwas blättern möchte und dazu schöne Texte lesen, den kann ich dieses Buch Traum der Dinge empfehlen. Dieses Buch enthält schwarz-weiße Fotografien, die über mehrere Jahrzehnte entstanden sind und dazu ausführliche, sehr schön zu lesende Texte. Und schließlich gibt es auch zur aktuellen Ausstellung und sozusagen passend zu Wiegenfest dieses wunderbare Buch Vis-à-vis 80. Es ist eine Biografie in Bildern der Autorin, schwarz-weiß, teilweise farbig, auf rund 300 Seiten mit kleinen begleitenden Texten. Es handelt sich hierbei um eine besondere Ausgabe, limitiert auf 100 Stück, die so nicht in der Buchhandlung zu bekommen ist, sondern nur eben bei uns. Sie enthält auch eine eigenhändige Unterschrift der Autorin. Und wenn Ihnen bei diesem etwas kühlen Sommeranfang vielleicht kalt geworden ist, gibt es schließlich noch das von Elfie Mikisch gestaltete T-Shirt, das ich hier anhabe. Das arme Pangolino, ein exotisches Tier, das zu Unrecht beschuldigt wurde, Quelle des Coronavirus zu sein, ist hier abgebildet. Elfie Mikisch wird die Einnahmen aus diesem T-Shirt-Verkauf an eine Tierschutzorganisation spenden. Trotz Krise und Problemen, die uns Corona allen bereitet hat, geht das Leben weiter, auch in dieser Galerie. Und dieses Mal haben wir uns entschlossen, unseren Urlaub sausen zu lassen. Natürlich nicht ganz unfreiwillig, aber für Sie mit dem Vorteil, dass wir auch die sonstige Sommerlücke mit einer eigenen Ausstellung überbrücken.
Am Freitag, den 10.7. ab 11 Uhr gibt es also hier eine neue Ausstellung. Noch kann ich Ihnen den Titel nicht verraten, aber schauen Sie doch einfach gelegentlich auf unsere Webseite. Dort gibt es unter Vorankündigungen dann genaueres nachzulesen. Und falls Sie nicht selbst vorbeikommen möchten, aber Interesse zum Beispiel an dem Buch oder dem T-Shirt oder dem Film haben, dann schicken Sie uns doch bitte über unsere Webseite www.galerie von Hirschheid das Kontaktformular und dann können wir Ihnen das alles auch zuschicken. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen im Juli.